بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wie angekündigt letzte Woche, meine lieben Geschwister, beginnen wir heute schon um 18 Uhr und werden inshallah jetzt auch in den kommenden Wochen immer wieder hoffentlich pünktlich um 18 Uhr beginnen können, weil es sonst zu spät werden würde nach dem Isha-Gebet. Und wir wollen heute inshallah unsere Reihe fortführen zur Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir hatten uns in der letzten Woche sehr ausführlich mit der zweiten Huldigung von Al-Aqaba beschäftigt gehabt. Bay'at Al-Aqaba Al-Thaniya. Und wir hatten aufgezeigt gehabt, dass diese Bay'a, diese Huldigung, dieser Treueeid, den die 73 Männer aus Medina und zwei Frauen aus Medina, also die 75 Personen aus Medina, gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleistet hatten, die Grundlage gewesen ist für eine neue Gesellschaft. Die Einleitung gewesen ist zu einer neuen Phase im Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, diese zweite Huldigung von al-Aqaba, war nun der ausschlaggebende Grund dafür gewesen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam kurz darauf den Muslimen die Erlaubnis gegeben hat, Mekka zu verlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte ursprünglich Mekka nicht verlassen. Das war gar nicht sein Anliegen gewesen. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Weil er und seine Anhänger so stark verfolgt wurden und unterdrückt wurden, dass für sie in Mekka kein Platz mehr gewesen ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war alles andere als erfreut darüber gewesen, Mekka zu verlassen. Wir werden noch einen seiner berühmtesten Aussprüche noch einmal erwähnen, aber heute schon vorwegnehmen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nämlich Mekka den Rücken zukehrte, auf seinem Weg nach Medina, sagte er seine bekannten Worte: "Laula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu abada." Hätten mich deine Bewohner nicht vertrieben, hätte ich Mekka niemals verlassen. Anti la ahabbul biladi ilayya. Du bist der Ort, den ich am meisten liebe. Du bist meine Heimat. Kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig. Es gibt immer einen Grund. Und für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war es die Unterdrückung gewesen. Es gab keine Möglichkeit mehr. Und deswegen wird auch authentisch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, entweder als er schon angekommen war in Medina oder als er auf dem Weg gewesen war. Und das ist sehr, sehr untypisch für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und zwar verfluchte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmte Personen der Quraysh. Allahumma la'an Shaybata ibn Rabi'a wa Utbah ibn Rabi'a wa Umayyah ibn Khalaf. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. O Allah, verfluche Shaybah ibn Rabi'a und Utbah ibn Rabi'a und Umayyah ibn Khalaf dafür, dass sie uns aus unserer Heimat vertrieben haben zu einem Ort voller Seuchen. Wir müssen wissen, dass Medina zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er dort ankam, ein Ort war voller Krankheiten, voller Epidemien. Und wir zeigen noch auf, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit umgegangen ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verfluchte diese Männer,
was er eigentlich sonst nie tat. Es gibt vielleicht zwei Situationen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, vielleicht noch eine andere, aber die mir jetzt einfallen, zwei Situationen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich Leute, nee, drei fallen mir ein, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute verflucht hat oder bestimmte Stämme verflucht hat. Obwohl er nie fluchte, sallallahu alaihi wasallam, sonst. Und obwohl er eine Barmherzigkeit für die Menschheit gewesen ist, hat er dies trotz alledem in diesem Fall getan. Und er tat das immer nur, wenn Menschen Verbrechen begangen haben, die man heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen würde. Schlimme Dinge. Gibt es eine Situation, die euch einfällt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch geflucht hat oder verflucht hat? In Medina. Und zwar bei dem Ereignis von Bi'r Ma'una, auf das wir noch viel später zu sprechen kommen werden. Wo 70 der Qurra, der Muslime, in einen Hinterhalt gelockt wurden und getötet wurden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monat lang gegen diese Stämme, welche nach Medina kamen und äußerlich den Islam angenommen hatten, nur um den Muslimen zu schaden, damit sie dann in einen Hinterhalt locken können, aber gar nicht den Islam angenommen hatten, sie dann töteten an einem Ort, der heißt Bi'r Ma'una, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monat lang im Gebet dann Qunut gemacht hat, das heißt Dua gemacht hat gegen diese Stämme und sie verflucht hat. Weil sie ein großes Verbrechen begangen haben, etwas, was sich nicht gehört. Das zweite ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor der Kaaba betete und dann eine Gruppe der Quraysh sich um ihn versammelte, direkt bei der Kaaba, wo alle zuschauten. Und Uqba ibn Abi Mu'ayt dann die Eingeweide eines Kamels nahm und auf seinen Rücken legte, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete und sie sich alle krumm lachten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann wieder Dua gemacht hat gegen diese Leute. Und in diesem Fall ebenfalls. Aber interessant ist, und das finde ich interessant, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht gegen die gesamte Quraysh Dua gemacht, hat sie nicht als Ganzes verflucht, sondern er hat bestimmte Leute, welche die Anführer gewesen sind und welche die Hetzer gewesen sind, dann beim Namen genannt und sie verflucht. Er hat nicht gesagt, möge Allah Quraysh verfluchen. Nein, sondern er hat bestimmte Leute genannt. Und daraus lernen wir was? Daraus lernen wir, dass wir als Muslime immer differenzieren müssen. Weil in jedem Volk gibt es Menschen wie Al-Mut'im ibn Adi. Wer war das nochmal gewesen? Wer erinnert sich? Wer war Al-Mut'im ibn Adi? Hatten wir jetzt schon zweimal gehabt mindestens. Einmal hat er beim Boykott geholfen und einmal ist der Prophet. Genau, er hat beim Boykott geholfen, dass er aufgehoben wird und er hat dem Propheten zu Hause ein Asyl gewährt. Es gibt immer Leute wie Al-Mut'im ibn Adi, die keine Muslime sind. Und wir werden heute noch einen anderen kennenlernen, insha'Allah ta'ala, der später aber Muslim geworden ist, welche sich für die Gerechtigkeit einsetzen. Und es wird immer Leute geben, wie Shaybah und Utba ibn Rabi'a und Umayya ibn Khalaf und Abu Jahl. In jeder Gesellschaft gibt es solche und solche. Und dementsprechend gehört es sich nicht, dass ich alle über einen Kamm schere. Außer, wenn sich wirklich ein ganzer Stamm beteiligt an einem Verbrechen, wie es bei dem Ereignis von Bi'r Ma'una gewesen ist. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann gegen den ganzen Stamm Dua gemacht hat. Weil sie ein Verbrechen begangen haben und die Muslime in den Hinterhalt gelockt haben und unschuldige Menschen, die helfen wollten, dann einfach getötet haben. Und zwar eine ganze Gruppe von ihnen. Und da sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lehrt uns sogar bei seinem Dua, worauf wir zu achten haben. Um wie wir Dua zu machen haben. Und dass wir als Muslime nicht den Fehler machen dürfen, ein ganzes Volk zu verfluchen, wie es einige leider heutzutage auch tun. Einfach alle über einen Kamm scheren. Die Deutschen, die Amerikaner, die weiß ich nicht was. Nein, gibt es nicht. Sondern ich muss differenzieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Er hat also die Hijra nicht freiwillig gemacht, sondern es war gezwungenermaßen gewesen. Aber er gab jetzt die Erlaubnis, das grüne Licht. Ihr dürft auswandern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte zuvor einen Traum gehabt, in dem er sah, dass es einen Ort geben wird, zu dem er auswandern wird. Uritu dara hijratikum. Ich habe den Ort gesehen, zu dem ihr auswandern werdet. Er wusste aber noch nicht genau, welcher Ort das ist. In dem Traum gab es nur eine Beschreibung für diesen Ort. Qad uritu dara hijratikum. Uritu sabkhatan dhat nakhlin bayna labatayn. Ich habe eine Sabkha gesehen. Was ist eine Sabkha? Kennt jemand von euch das Wort Sabkha? Das gibt es auch im Deutschen. Das ist eingedeutscht worden, Sabkha. Das kannte ich auch nicht, habe ich heute nachgeschlagen, bin ich ganz ehrlich. Ja? Sabkha ist eine Sumpflandschaft, die sehr, sehr stark versalzen ist. Die sehr, sehr stark versalzen ist. Könnt ihr auf Wikipedia auch Sabkha. S-A-B-C-H-A. Das ist ein Eigenbegriff, kannte ich auch nicht. Ich habe eine Sabkha gesehen mit Dattelpalmen zwischen zwei Vulkansteingebieten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nicht genau, welcher Ort das ist. Es gibt einige Überlieferungen, ich bin mir nicht sicher, wie authentisch sie sind, aber es gibt einige Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch zwei Orte erwähnt. Einer dieser beiden Orte ist Bahrain. Heutiges Bahrain, das Königreich von Bahrain. Und er war sich nicht sicher gewesen, wo es genau ist. Aber als er dann die Erlaubnis zur Hijra bekommen hat und ihm jetzt klar war, dass es Medina sein wird, sagte er, es ist Medina. Und Medina ist wirklich genau dieser Ort. Wie sieht Medina aus? Medina ist umgeben von zwei großen Flächen an Vulkansteinen. Die nennt man Harra, Al-Harratan. Ja, es gibt zwei Sultanen und sie schützen Medina. Und Medina ist ein Ort voller Dattelpalmen. Also genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einigen Tagen, Qad ukhbirtu bidari hijratikum. Mir wurde nun mitgeteilt, wohin ihr auswandern sollt. Also der Prophet hat nichts von sich ausgetan. In huwa illa wahyun yuha. Er ist nur eine geoffenbarte Offenbarung. Subhanallah. Er hat sich an das gehalten, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Immer wieder sehen wir das. Und deswegen, ich als Muslim muss es dem Propheten nachmachen. Natürlich würde ich gerne vielleicht mich wehren, aber Allah Ta'ala, er hat mir noch nicht die Erlaubnis gegeben. Und deswegen, egal in was für einer Situation ich als Muslim bin, was ist das allererste, was ich tun sollte? Bevor ich handele, ich sollte schauen, was sagt Allah Ta'ala dazu. Das macht mich zu einem Muslim. Muslim heißt Gott ergeben. Unser Prophet ist das beste Vorbild für den gottergebenden Menschen. Wa ana awwalul muslimin. Und ich bin der Erste der Gottergebenen. Er hat sich in jeder Hinsicht an das gehalten, was Allah von ihm verlangt hat. Es gab einen Propheten, über den Allah Ta'ala uns auch berichtet im Koran. Und den der Prophet auch gelobt hat und gesagt hat, ja, stellt mich nicht über diesen Propheten. Welcher Prophet ist das? Weiß das jemand? Wo der Prophet explizit gesagt hat, stellt mich nicht über ihn. La tufaddiluni ala Yunus. Stellt mich nicht über Yunus ibn Matta. Was erzählt uns denn Allah Ta'ala über Yunus alayhi salam? Er erzählt uns, dass er sein Volk verlassen hat, bevor es Allah erlaubt hat. Und ihr kennt den Ausgang der Geschichte, dass er dann auf einem Schiff ist und merkt, er hat einen Fehler gemacht. Er hat sein Volk verlassen, bevor Allah Ta'ala ihm die Erlaubnis gegeben hat. Und er dann von einem Walfisch geschluckt wird und auch weiß, dass es eine Art Strafe ist für sein Handeln. Und dann im Bauche des Walfisches ruft, La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minal zalimin. Es gibt keinen Gott außer dir. Preis sei dir. Ich gehörte zu den Ungerechten. Ich habe Unrecht getan.
Ich habe mich nicht an das gehalten, was du von mir verlangt hast. Ich war voreilig gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich daran gehalten. Und genau das ist auch unsere Aufgabe, uns daran zu halten. Weil das macht mich zu einem Muslim, meine lieben Geschwister. Und nicht, dass ich aus Emotionen heraus handele. Glaube ich, wüsste es besser als Allah oder ich müsste Allah zeigen, dass ich noch männlicher bin, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gewesen ist. Manche glauben das, die Ehre. Im Namen der Ehre muss ich etwas tun. Glaubt mir, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte viel mehr Ehre gehabt. Jetzt muss man natürlich verstehen, was Ehre bedeutet überhaupt. Aber er hat sich an das gehalten, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Und jetzt sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ukhbirtu bidari hijratikum. Mir wurde mitgeteilt, wo der Ort ist, zu dem ihr auswandern werdet. Wa hiya Yathrib. Es handelt sich um Yathrib. Faman arada al-khuruj fayakhruj ilayha. Wer also hinausziehen möchte, wer die Hijra machen möchte, der soll dann dorthin die Hijra machen. Und dementsprechend haben die Muslime angefangen, sich jetzt Richtung Yathrib zu bewegen. Die Muslime waren jetzt bereit gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sie erzogen. Sie waren bereit gewesen, zu diesem Zeitpunkt alles zu opfern. Es blieb ihnen auch nichts anderes übrig. Ihr Glaube war ihnen wichtiger als alles andere gewesen, weil sie unterdrückt wurden. Und der Koran, er hat jedes ihrer Ereignisse kommentiert und hat sie auch noch einmal erzogen. Der Koran, er ist genau aus diesem Grund nicht auf einmal als Buch herabgekommen, sondern stufenweise und schrittweise, damit die Sahabe mit dem Koran leben und damit der Koran sie erzieht. Und dementsprechend, der Koran, er hat sie auf die Hijra vorbereitet. Der Koran, er hat ihnen aufgezeigt, dass die Erde Allahs, die Erde Gottes, größer ist als nur Mekka. Und dass, wenn es in Mekka zu eng wird, ich nach einem anderen Ort suchen muss, an dem ich die Möglichkeit habe, meinem Herrn zu dienen. Surat Az-Zumar, Vers Nummer 10. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Sprich, o meine Diener, die ihr glaubt, fürchtet euren Herrn. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا. Für diejenigen, welche in diesseitigem Leben Gutes tun, gibt es etwas Gutes. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. Und die Erde Gottes ist weit. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Den Sabirun, den Geduldigen, wird der Lohn ohne jegliche Abrechnung voll zuteil werden. Also es wird ihnen nichts von ihrem Lohn genommen. Was sehen wir an diesem Vers? Allah subhanahu wa ta'ala, er fordert die Gläubigen zu Taqwa auf. Und dass sie Gutes tun sollen. Und dass sie sich im Grunde genommen nicht auf einen Ort fixieren sollen. Das heißt, wenn sie merken, ich kann an diesem Ort nicht mehr gottesfürchtig sein, ich kann an diesem Ort nichts mehr Gutes tun, dann ist die Welt Gottes, die Erde Gottes groß. Dann gehe ich zu einem anderen Ort. Dass das nicht einfach ist, das weiß Allah. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, die Geduldigen, du brauchst Geduld dafür, Standhaftigkeit. Es ist nicht leicht, alles hinter sich zu lassen, wie wir gleich sehen werden anhand einiger Beispiele. Und hier sehen wir, wie Allah Ta'ala noch vor der Hijra die Muslime erzogen hat und ihnen aufgezeigt hat, worauf es ankommt. Dann in Surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er sagt, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Die Verse 41, 42. Und diejenigen, welche in Allah ausgewandert sind, für Allah ausgewandert sind, nachdem sie unterdrückt wurden, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً.
Wir werden ihm in der Dunya Hasana geben. Wala ajrul akhirati akbar. Und der Lohn des Jenseits ist größer. Law kanu ya'lamun, wenn sie doch nur wüssten. Alladhina sabaru, und wieder sabr, und wieder Geduld. Jene, welche geduldig sind, wa ala rabbihim yatawakkalun, und auf ihren Herrn vertrauen. Immer wieder sabr. Sabr. Es ist nicht leicht. Es erfordert sehr, sehr viel Geduld und Standhaftigkeit, das umzusetzen. Nur für Allah, einzig und allein für Allah, alles hinter dir zu lassen. Alles, was du in deinem Leben aufgebaut hast, nur für Allah. Wir wissen das von den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind. Und viele von ihnen sind ja aus Kriegsgründen nach Deutschland gekommen. Wie schwierig das für sie ist. Obwohl sie hier aufgenommen wurden und hier auch die Möglichkeit haben, eine neue Existenz aufzubauen. Aber wir wissen, wie schwierig es ist, nachdem du ein Leben lang für etwas gearbeitet hast, vielleicht schon dein eigenes Haus hattest, deinen eigenen Betrieb hattest, Angestellte hattest, plötzlich alles hinter dir zu lassen. Und nochmal vom Neuen zu beginnen. Und jetzt stellt euch vor, ich tue das nur für Allah. Wie stark muss mein Glaube sein, dass ich dazu bereit bin? Das erfordert Geduld. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende der Sura, in Vers Nummer 110, Surat al-Nahl, die Biene, Sura Nummer 16, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا. Und dann ist dein Herr mit denjenigen und für diejenigen, welche ausgewandert sind, nachdem sie in Versuchung gerieten und geprüft wurden. ثُمَّ جَاهَدُوا, und sich daraufhin bemühten. وَصَبَرُوا, und wieder Sabr. Und geduldig waren. إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahrlich, dein Herr ist danach allvergebend, barmherzig. Ebenfalls andere Suren, Surat al-Ankabut. Wir könnten jetzt über all diese Suren und all diese Verse sprechen. Aber die Zeit reicht leider nicht aus dazu. Und da sehen wir, wie der Koran die Muslime erzogen hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Koran intensiv beschäftigen. Koran und Sunna, Koran und Sira. Beschäftige dich damit, weil sie werden dich erziehen. Und so mehr du dich mit den Worten Allahs auseinandersetzt, desto mehr wirst du merken, wie sie dein Leben verändern werden. Und wie sie dich festigen werden auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Genauso wie sie die Sahabe und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefestigt haben. Was sagt denn Allah ta'ala im Koran über den Grund dafür, dass der Koran stufenweise und schrittweise herabgesandt wurde? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. Und diejenigen, die ungläubig waren, sagen, warum ist der Koran nicht auf einmal auf ihn herabgekommen? كذلك, was ist der Grund? كذلك, dies, warum, ja Allah, لنثبت به فؤادك. Damit wir dein Herz stärken. ورتلناه ترتيلا. Und wir haben ihn sozusagen dann tartilweise herabgesandt. Und dir vorgetragen, in Tartil, in deutlicher Weise. Subhanallah. Es geht um Festigung. Und deswegen, willst du, dass Allah dich festigt? Beschäftige dich mit dem Koran. Lies ihn in deutlicher Weise. So wie es Allah Ta'ala hier verlangt hat. Wir werden nie wieder diese Zeit haben, wo der Koran herabgekommen ist. Aber ich habe die Möglichkeit, indem ich mich intensiv mit dem Koran beschäftige, dass ich mir Gedanken mache und versuche, den Koran zu verstehen und auf mich wirken zu lassen. Und dann wirst du sehen, wie er ebenfalls sein Herz stärken wird und festigen wird auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Gut. Wie sah es jetzt ganz konkret aus? Wie sind jetzt die Leute nach Medina ausgewandert? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat jetzt die Erlaubnis gegeben. Sie durften. Und die ersten Muslime haben sich auf den Weg gemacht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, wer die ersten gewesen sind. Einige sagen, es handelt sich hierbei um Abu Salama, einer der ersten, der nach Medina ausgewandert ist. Andere sagen, nein, vielmehr Mus'ab ibn Umayr. Und
noch einige andere der Sklaven. Das soll uns nicht länger beschäftigen, weil wahrscheinlich war ja Mus'ab ohnehin schon vorher in Medina gewesen, ja, und er gehörte zu den Ersten, die dann auch in Medina ankamen, und ebenso Abu Salama, dessen Geschichte wir auch gleich erzählen werden, insha'Allah ta'ala. Die Muslime, sie hatten es nicht leicht auf ihrem Weg nach Medina. Es war nicht so gewesen, dass die Quraysh gesagt haben, ihr könnt einfach gehen und wir freuen uns darüber. Nein, die Quraysh hatten Angst. Warum hatten sie Angst? Sie hatten Angst, wenn jetzt sehr viele auswandern werden, die ganzen Muslime auswandern werden und auch noch einen Stamm haben, der sie unterstützt, dann könnten sie eine Gefahr für uns darstellen. Also haben sie versucht, mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Muslime nach Medina auswandern. Sie haben es mitbekommen. Und sie haben es mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Sie sind sogar so weit gegangen, dass es ihnen egal gewesen war, dass sie einen Ehemann von seiner Ehefrau getrennt haben. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte von Abu Salama und Salama. Diese Geschichte ist sehr lang und sie wird erzählt von Salama, unserer Mutter, die später den Propheten sallallahu alaihi wasallam heiraten sollte und die ihren Mann über alles liebt. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn gehabt. Wir versuchen die Geschichte insha'Allah ta'ala etwas zusammenzufassen. Und als Abu Salama gehört hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra nach Medina erlaubte, zögerte er nicht einen einzigen Moment. Er nahm alles, was er mitnehmen musste, nahm sein Kind, seinen Sohn, seine Frau und sie machten sich auf den Weg nach Medina. Und gerade als sie Mekka verlassen wurden, kamen die Quraysh, insbesondere ihre Angehörigen. Und sie haben ihnen gesagt, wo wollt ihr hin? Sie sagten, wir wollten die Hijra machen. Sie wussten, den Mann können sie nicht aufhalten. Und auf jeden Fall kam es dann zu einem Streit zwischen der Familie von Abu Salama und der Familie von Salama. Kurz gefasst, die Familie von Salama, der Frau, wollte nicht, dass Abu Salama seine Frau und seinen Sohn mitnimmt. Und wollten sie daran hindern. Haben gesagt, das ist unsere Tochter, sie bleibt hier. Wir erlauben ihr nicht auszuwandern. Daraufhin hat dann die Familie von Abu Salama gesagt, wenn ihr seiner Frau nicht erlaubt, dass sie mitreist, dann erlauben wir auch nicht, dass der Sohn mitreist. So ein kleines Kind. Woraufhin sie angefangen haben, sich zu streiten. Und sie haben den Sohn genommen und haben fast seine Arme ausgerissen, weil sie sich so sehr um ihn gestritten haben. Abu Salama blieb nichts anderes übrig, als Mekka zu verlassen. Weil es war ihm klar gewesen, es handelt sich hierbei um eine Anordnung und ein Gebot des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ging und ließ seine Frau und seinen Sohn zurück. Aber es war nicht so, dass seine Frau mit ihrem Sohn war, sondern die Familie von Abu Salama, sie behielt den Sohn bei sich und die Familie von Salama, sie sperrte Salama ein. Sodass sie getrennt gewesen war von ihrem Ehemann und von ihrem Sohn. Und es verging kein Tag, wie Salama selbst berichtet. Es verging kein Tag, wo sie nicht geweint hat. Sie sagt selbst über sich: فَفُرِقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَبَيْنَ إِبْنِي. Ich wurde von meinem Mann und von meinem Sohn getrennt. فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاتٍ فَأَجْلِسُ بِالْأَطْطَعِ. Ich bin jeden Tag, jeden Morgen rausgegangen, habe mich an einem Ort gesetzt, der hieß Abtah. فَمَا أَزَالُ أَبْكِي حَتَّى أُمْسِي. Und ich habe so lange geweint, bis es dunkel geworden ist. سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا. Ein ganzes Jahr. Stellt euch mal vor, eine Mutter wird von ihrem Sohn, das ist noch viel schlimmer, von ihrem Sohn getrennt, von ihrem kleinen Sohn. Ein ganzes Jahr. Ihr Mann ist schon dort. In Medina, er kann nichts tun. Und nach einem Jahr bekamen die Leute Mitleid. Jeden Tag weint sie, den ganzen Tag, ohne Ausnahme. Irgendwann einmal bekamen sie Mitleid und sagten, okay, hier ist der Sohn, lass sie gehen. Und sie wartete nicht einen Moment und machte sich auf den Weg. Sie wollte auch keine Begleitung haben. Ihr war einfach nur wichtig gewesen, endlich nach Medina zu gelangen. In erster Linie für Allah.
Und dann natürlich, um auch mit ihrem Mann zusammen zu sein. Wie spät ist es jetzt? 18.33 Uhr. Okay. In 3 Minuten ist Adhan, oder? 4 Minuten ist Schawatan. In erster Linie natürlich für Allah, aber auch um wieder mit ihrer Familie zusammen zu sein. Und gerade war sie auf dem Weg gewesen nach Medina, da traf auf sie ein Mann mit dem Namen Uthman ibn Talha. Und Uthman ibn Talha, er fragte sie, wo willst du hin? Sie sagte, ich will nach Medina. Und er kam erst gerade aus dieser Richtung. Und er sagte, ich kann dich noch nicht alleine nach Medina gehen lassen, dieser ganze Weg mit deinem kleinen Sohn. Und er war noch gerade auf dem Weg gewesen nach einer längeren Reise, um nach Mekka zurückzukehren. Und ohne Mekka zu betreten, hat er sie dann bis nach Medina begleitet. Was sie niemals vergessen hat. Und subhanallah, er ist dann später auch Muslim geworden. Aber da sehen wir, was die Quraysh für Mittel angewandt haben. Nur damit sie die Muslime hindern, nach Medina auszuwandern. Ebenfalls, sie sind teilweise so weit gegangen, dass sie einzelne Leute entführt haben. Und hier gibt es eine sehr bekannte Geschichte, die überliefert wird. Und zwar von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu wa arda, dass er sich mit 2 anderen Muslimen an einem heimlichen Ort getroffen hat oder treffen wollte, damit sie nach Medina auswandern. Und zwar sagt Umar ibn Khattab, radiallahu anhu wa arda, اتَّعَدْتُ لَمَّ أَرَدْنَا الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَا وَعَيَّاشْ ابن أَبِي رَبِيعَ وَهِشَامْ ابن عَاصْ ابن Wa'il al-Sahmi, al-Tanadub min Adati Bani Ghifar. Wir haben uns verabredet, als wir nach Medina auswandern wollten, mit Ayash ibn Abi Rabi'a und Hisham ibn al-As. Und zwar an einem Ort, der heißt al-Tanadub, ja, Adat Bani Ghifar. Das ist außerhalb von, circa 10 Kilometer außerhalb von Medina, von Mekka gewesen. Fawqa Sarif, an einem Ort, der heißt Sarif. Und sie sagten dann zueinander, Ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis. Egal, ja, was ist, wenn einer zurückbleibt, dann heißt es, er wurde aufgehalten, also lasst uns einfach auswandern. Und es war wirklich so gewesen, dass Hisham ibn al-As aufgehalten wurde, ihr sagt mir, wann Adhan ist, insha'Allah ta'ala, dass Hisham ibn al-As aufgehalten wurde und Umar ibn Khattab radiallahu anhu sich dann mit Ayyash ibn Abi Rabi'a nach Medina auf den Weg machten. Sie sind gerade angekommen. Wer ist ihnen hinterhergeritten, um sie aufzuhalten? Abu Jahl und Al-Harith. Beides Halbbrüder mütterlicherseits von Ayyash ibn Abi Rabi'a. Beides Halbbrüder. Und sie haben sich einen Plan ausgedacht. Und haben gesagt zu Ayyash ibn Abi Rabi'a, deine Mutter ist krank geworden. Und sie hat geschworen, dass sie nicht mehr essen, dass sie sich nicht mehr sozusagen unter einen Schatten stellen wird und nicht mehr ihre Haare kämmen wird, bis du zurückkehrst zu ihr. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalat wa Rasulillah. Wir setzen den Unterricht fort, insha'Allah ta'ala. Und wir sind angekommen, nur kurz nochmal, damit wir wissen, wo wir sind, insha'Allah. Also wir sprachen gerade über die Reaktion der Quraysh und wie sie versucht haben, diejenigen, die Hijra gemacht haben, die ausgewandert sind, davon abzuhalten. Wir hatten das Beispiel von Abu Salama und Salama. Und jetzt sind wir bei dem Beispiel angelangt, wo es darum geht, dass Leute entführt wurden. Und da haben wir das Beispiel von Umar ibn Khattab. Abu Jahl ibn Hisham und Al-Harith ibn Hisham haben also versucht, Ayyash ibn Abi Rabi'a, der ihr Halbbruder gewesen ist, mütterlicherseits, auf emotionalem Wege dazu zu bringen, dass er zurückkehrt nach Mekka. Und haben ihm gesagt, deiner Mutter geht es schlecht und sie will sich nicht mehr in den Schatten stellen und will ihre Haare nicht mehr kämmen. Inna ummak qad nazarat alla yamassa ra'saha mushtun hatta tarak. Deine Mutter hat ein Gelübde abgegeben, dass ihr Haar kein Kamm mehr berühren wird, bis sie dich sieht. Und dass sie sich nicht mehr in den Schatten stellen wird, bevor sie dich sieht. Er bekam Mitleid. Ist normal. Kommt Mitleid. Umar ibn Khattab war hart gewesen. Und er warnte ihn, weil er ganz genau wusste, was sie vorhatten. Ayyash
Innahu wallahi in yuriduka alqawm illa liyaftinuka an dinik. Diese Leute, die führen nichts Gutes im Schilde. Die wollen dich nur in Versuchung bringen und von deiner Religion abbringen. Fahdharhum, nimm dich in Acht vor ihnen. Pass auf. Fawallahi law qad aza ummaka alqummal lam tashatat. Ja, pass auf, mach dir mal keine Sorgen. Wenn die Läuse anfangen, deiner Mutter sozusagen Schaden zuzufügen, dann wird sie sich schon die Haare kämmen. وَلَوْ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا حَرُّ مَكَّةَ لَاسْتَظَلَّتْ. Und sobald es ihr in Mekka zu heiß wird, dann wird sie sich schon in Schatten stellen. Mach dir mal keine Sorgen. Das ist einfach nur, sie droht, aber sie wird das nicht umsetzen. Aber er war zu schwach gewesen. Und er sagte, وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمْ أَنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا. Ja, achso, nein, entschuldige. Das hat, erstmal spricht, antwortet Ayyash und sagt, أَبَرُّ قَسَمْ أُمِّي وَلِي هُنَاكَ مَالٌ فَأَخُذُوا. Ah, nochmal, ja, der Shaitan, ja, der hilft noch ein bisschen. Ja. Ich möchte unbedingt, dass meine Mutter ihr Gelübde einhält. Ja. Und so habe ich noch ein bisschen Geld in Mekka, was ich mitbringen möchte. Der Shaitan, der hilft jetzt. Umar ibn Khattab, er konnte nichts machen. Aber guck mal, ja, wie große Sorgen er sich um seinen Bruder gemacht hat. Dass er vom Weg abkommt. Wir lernen etwas ganz, ganz Wichtiges hier. Etwas, was wir auch gerade für unsere Gemeinschaft immer wieder benötigen. Wenn wir sehen, dass jemand beginnt, einen falschen Weg zu gehen oder schwach wird bezüglich einer Versuchung, dann müssen wir an seiner Seite stehen. Wir müssen ihn warnen und ihn unterstützen in seiner schwierigen Situation. Das kann jedem passieren von uns. Aber häufig ist es so, dass wir leider Brüder oder Schwestern, die sehr, sehr lange nicht gekommen sind, überhaupt nicht vermissen, ja nicht mal nach ihnen fragen. Und ich habe eines gemerkt, wenn man einen Bruder oder eine Schwester, also jetzt in meinem Fall einen Bruder, ja, längere Zeit nicht gesehen hat und ihn einfach mal anruft, subhanallah, der freut sich so sehr darüber. Er meint, oh, Alhamdulillah, ihr denkt an mich. Das bedeutet sehr, sehr viel für ihn. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man Geschwister gerade in schwierigen Situationen, vielleicht auch gerade, wenn sie Krisen haben, Lebenskrisen, kann jedem passieren, Familienkrisen oder einfach der Iman schwach ist oder man merkt, ah, sie begeben sich auf einen gefährlichen Weg, dass man sie unterstützt und dass man ihnen zumindest zeigt, ich bin bei dir und ich bin bereit, alles für dich zu tun, damit du wieder zurückkommst. Und dann guck mal, was Umar ibn Khattab gemacht hat. Er hat gesagt, Wallahi innaka la ta'lam anni la min akthari Quraishin mala. Du weißt, ja, er hat ihn versucht abzuhalten, subhanallah, dass ich sehr viel Geld habe. Und ich gehöre zu den Reichsten der Quraysh, Umar. Falakanis fumali. Du kriegst die Hälfte meines Vermögens. Wala tathabma, aber geh nicht mit ihm. Allahu Akbar. Er ist bereit, ihm die Hälfte seines Vermögens zu geben, nur damit er nicht vom richtigen Weg abkommt, weil er wusste, das ist ein Weg der Fitna. Die wollen ihn nur in die Irre führen. Ihn versuchen. In Versuchung bringen. Aber er wollte unbedingt. Als Omar merkte, er kann nichts mehr tun, er kann ihn davon nicht abhalten, da sagte er zu ihm, nimm wenigstens meine Kamelstute, ich gebe sie dir. Weil sie ist schneller als deine. Falls sie irgendwas im Schilde führen sollten, dann kannst du schnell abholen. Und er machte sich auf den Weg. Und subhanallah, das, wovor Omar Angst hatte, sollte geschehen. Und zwar, als sie auf dem Weg nach Mekka waren, da meinte Abu Jahl zu Ayyash, du, und zwar, mein Kamel ist nicht mehr, läuft nicht mehr so schnell. Kann ich vielleicht mit dir auf dein Kamel? Und er meinte natürlich, und wie gesagt, sie machten Rast und sie gingen hinab und das Kamel, es setzte sich hin. Und gerade als sie dann vom Kamel hinabstiegen, haben sich Abu Jahl und Al-Harith ibn Hisham auf ihn gestürzt, ihn gefesselt und dann als Gefangenen nach Mekka entführt. Und das, wovor Umar ibn Khattab Angst hatte, ist eingetreten. Umar ibn Khattab und die anderen Muslime, die davon mitbekamen, wahrscheinlich waren es nicht nur Ayyash ibn Abi Rabi'a gewesen, der zurückgegangen ist, sondern auch noch andere, sie hatten Angst um ihre Brüder. Und sie dachten, Allah Ta'ala, er wird von ihnen nichts mehr annehmen.
Und dann ist ein Vers herabgekommen. Ein Vers, den die meisten von uns kennen. Und dieser Vers ist genau in diesem Kontext herabgekommen. Und zwar der Vers in Surat Az-Zumar, Nummer 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sprich, o meine Diener, die ihr gegenüber euch selbst ausschweifend gewesen seid. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Was bedeutet das, dass dieser Vers in diesem Kontext herabgekommen ist? Wenn du dich selbst in Versuchung bringst, dann begehst du eine Sünde. Wenn du dich selbst in Versuchung bringst, dann bist du selbst schuld für diese Sünde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt dich davor, mit einer Frau an einem abgelegenen Ort, in einem abgeschlossenen Raum allein zu sein. Aber du machst es immer wieder, Khalwa. Oder du als Schwester machst es immer wieder, Khalwa. Und dann passiert etwas. Du kannst nicht sagen, der Shaitan war schuld. Du selbst warst schuld. Der Prophet hat dich gewarnt. Du hast dich selbst in Versuchung gebracht. Und es gibt verschiedene Formen von Khalwa. Ich kann auch virtuell in einer Khalwa sein. Indem ich einfach mal einen Bruder anschreibe, der mir gefällt, oder umgekehrt eine Schwester. Passiert ja von beiden Seiten. Es ist ja nicht nur so, dass die Brüder nur die Schwestern anschreiben, auch umgekehrt. Ich stelle erstmal eine Frage und dann kommen wir ins Gespräch und dann entwickelt sich das. Du hast dich selbst in diese Situation gebracht. Warum hast du dich nicht von vornherein an die Grenzen Allahs gehalten, bevor du dich in diese Versuchung gebracht hast? Deine Freunde! Du weißt ganz genau, dass deine Freunde ausschlaggebend sind, auch für dein Leben. Wie deine Lebensführung ist. Und du weißt, deine Freunde sind nicht gut. Aber du hältst keinen Abstand von ihnen. Wenn du vom Weg abkommst, فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ, so teile nur dich selbst und niemanden anderen. So wie es Allah Ta'ala am jüngsten Tag über den Shaitan sagt, er zitiert ihn. In der Hölle hält der Shaitan eine Predigt. Und er sagt, فَلَا تَلُومُونِ, tadet mich nicht. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, tadet euch selbst. Ich habe euch nicht gezwungen, ich habe euch nicht an der Hand genommen und gesagt, ihr müsst das jetzt machen. Nein! Du kannst dir selbst deine Freunde auswählen, oder? Zwingt dich irgendjemand? Hat dich irgendjemand gezwungen, ins Internet zu gehen und mit einem Mädchen zu chatten? Oder dich mit einem Mädchen zu treffen alleine? Hat dich irgendjemand gezwungen, gesagt, du musst das machen? Wenn das so ist, dann kannst du nichts dafür. Aber es ist nicht so. Und deswegen, ja, ich finde das so interessant, dass gerade dieser Vers, subhanallah, in diesem Kontext herangekommen ist. Er ist wegen seiner Mutter zurückgekehrt, aber er ist schwach geworden. Aber Allah eröffnet immer wieder die Möglichkeit zur Taube. Du hast Unrecht getan, kein Problem. Du kannst bereuen. Und was macht Umar ibn Khattab? Umar ibn Khattab, er konnte schreiben. Er war einer der wenigen, die schreiben konnten. Er gehörte zu der, wie gesagt, gehobeneren Schicht in Mekka. Er nahm sofort ein Schreibrohr und schrieb dann auf irgendein Schreibmaterial diesen Vers, der offenbart wurde. Und er ließ diesen Vers mit einem Boten nach Mekka schicken. Zu wem? Zu Ayyash ibn Abi Rabi'a. Und Ayyash, er bekam dann diesen Brief, diese Botschaft von Umar ibn Khattab. Und ihr müsst euch vorstellen, früher, ja, haben sie ohne Vokalisierung geschrieben. Und er konnte es erstmal nicht lesen, er hat nicht verstanden, was da steht. Und dann sagt er über sich selbst, ich habe Dua gemacht, dass Allah Ta'ala mir das Verständnis über diesen Vers geben soll. Hatta qultu Allahumma fahimniha. Oh Allah, lass mich diesen Vers verstehen. Lass mich diesen Brief verstehen. Fa'alqa Allah Ta'ala fi qalbi annaha innama unzilat fina. Woraufhin Allah in mein Herz gelegt hat, dass dieser Vers, diese Worte auf uns bezogen herabgekommen sind. Wa fina wa fima kunna naqulu fi anfusina wa yuqalu fina. Was über uns gesagt wird, ja, und was wir auch selbst gedacht haben. Subhanallah, faraja'tu ila ba'iri fajalastu alayhi. Ich bin dann zurückgekehrt zu meinem, er konnte dann irgendwie fliehen wahrscheinlich, ja, und er ist dann, falahiqtu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, und ich bin zum Propheten. Aber schaut mal, Umar, Allah, er hat seine Freunde nicht im Stich gelassen. Und deswegen, lasst uns wirklich mal überlegen heute, gibt es vielleicht einige Brüder, einige Schwestern, die wir lange nicht mehr gesehen haben? Ich sage nicht, dass ich das besser mache, ich vergesse es genauso, subhanallah. Ja?
Und manchmal höre ich dann, dass der Bruder oder die Schwester traurig ist, dass keiner nach ihm gefragt hat. Manchmal hören wir von Schwestern, die ihr Kopftuch abgelegt haben. Letztes kommt das sehr, sehr häufig vor. Ruf doch mal einfach an, frag, wie es ihr geht. Du musst ja gar nicht irgendwie tadeln oder so. Einfach mal fragen, wie es geht, Schwester, ist alles in Ordnung. Lass uns mal wieder treffen. Vielleicht erwartet sie das gar nicht von dir, dass du sie anrufst und einfach mal nach ihr fragst. Die denkt wahrscheinlich, die denkt bestimmt, ich bin jetzt vom Weg abgekommen, die will mit mir nichts zu tun. Nein, jetzt erst recht. Man weiß nicht so recht, was man sagen soll. Sprich sie gar nicht darauf an, einfach sagen, wie geht's dir, Schwester? Hast du nicht mal Lust, wieder vorbeizukommen in die Moschee? Oder lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Ein Bruder, der lange nicht mehr da ist. Lass mal jetzt wirklich, wenn wir heute sind, die Absicht fassen, vielleicht rufen wir einfach mal einen Bruder heute an, schade, und eine Schwester, die lange nicht mehr gekommen ist und von der ich lange nichts mehr gehört habe. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch vielleicht gefestigt ist auf dem Weg oder nicht. Alhamdulillah, ich bin momentan gefestigt, ja. Aber vielleicht kommt irgendwann mal auch eine Zeit, wo ich vielleicht von der Moschee Abstand halten werde. Und dann würde ich mich freuen, wenn jemand anruft und sagt, wo bist du? Es ist keine Garantie, dass er zurückkommt. Aber man kann es versuchen. In diesem Fall hat es geklappt, subhanallah. Hat einen Brief geschickt. Schon mal damals einen Brief. Nicht so, hier zwei einfach eine WhatsApp-Nachricht. Ja? Hat einen Brief geschickt, extra, ja? Den Vers hingeschickt, ja? Mit einem Boten. Ist nicht einfach. Ja? Es dauert Wochen, bis es ankommt. Aber es ist angekommen, subhanallah. Und wer weiß, vielleicht kommt deine Botschaft auch in seinem Herzen an oder in ihrem Herzen an. Ebenfalls haben sie natürlich versucht, die Leute einzusperren. Deswegen wird überliefert, dass unter anderem auch Ayyash ibn Abi Rabia und andere nicht nur eingesperrt wurden in Häusern und Gefängnissen, sondern teilweise wurden sie sogar in dachlosen Häusern eingesperrt. Warum dachlos? Damit die Sonne sie quält. Wahrscheinlich war das so hoch gewesen oder sie waren angebunden gewesen, ja, dass sie nicht über das Dach klettern konnten. Ja, und es war extra so gemacht gewesen, dass die Hitze in Mekka sie quält. Ebenfalls eine Methode, die Quraysh angewandt haben, ist, dass sie von Leuten das Vermögen genommen haben. Gerade Leute, die auch nicht direkt zu den Quraysh gehörten, die keine Familie hatten in Mekka. Wie Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, er wird so genannt, er ist ursprünglich Araber gewesen. Er hieß Suhaib ibn Sinan al-Namri. Ja, aber er wurde von Byzantinern versklavt und dann wurde er wieder nach Mekka gebracht, dort verkauft und freigelassen. Und hat sich dort auch was aufgebaut. Bei meines Wissens war er, glaube ich, sogar Schmied gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat sich etwas in Mekka aufgebaut. Und wichtig ist einfach, er hat sehr früh den Islam angenommen. Und jetzt wollte er die Hijra vollziehen. Er wollte nach Mekka. Die Quraysh haben gesagt, komm mal her, Suhaib. Wohin? Wohin, Abu Yahya? Ja, wohin? Glaubst du, du kannst einfach so gehen? Kommst du hier nach Mekka als Sklave, wirst freigelassen, baust dir ein Vermögen auf und jetzt gehst du einfach? Niemals, das lassen wir nicht zu. Suhaib, er denkt nicht lange nach, sondern er sagt zu ihnen, ich mache euch ein Angebot. Wie ihr möchtet. Es ist richtig. Ich war vorher arm gewesen, ich war Sklave gewesen, ich habe mir was aufgebaut. Das ist kein Problem. Mein Angebot an euch ist, ich zeige euch, wo mein Vermögen ist und ihr könnt alles nehmen. Alles konfiszieren. Alles könnt ihr behalten. Aber ihr lasst mich gehen. Wir sagten, dich brauchen wir nicht. Wir wollen nur dein Geld. Du gehörst so und so nicht zu uns. Bist du nur Ausländer. Ja, dich brauchen wir nicht. Wir wollen dein Geld. Du kannst gehen. Und subhanallah, Allah Ta'ala, er gibt unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Eingebung und eine Offenbarung über das, was geschehen ist. Und über das, was Suhaib gemacht hat. Und Allah Ta'ala, er offenbart sogar Koran diesbezüglich. Welcher Vers ist das? Weiß jemand, welcher Vers es ist, der offenbart wurde? Wahrscheinlich in Bezug auf Suhaib, aber auch in Bezug auf andere. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja? Barakallahu fiik. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Und Surat al-Baqarah, Vers Nummer 207. Und unter den Menschen gibt es welche sich verkaufen. إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Um nach dem Wohlgefallen Allahs zu streben. Allah ist Ra'uf, sanftmütig, Bil-Ibad gegenüber seinen Dienern. Und einige der Mufassirun sagen, dass dieser Vers, der Koran-Exegeten sagen, dass dieser Vers in Bezug auf Suhaib offenbart wurde. Und deswegen, als Suhaib ankam in Medina,
empfing ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Worten Rabiha Suhaib, in anderen Versionen Rabiha al-Bay'u ya Aba Yahya. Rabiha al-Bay'u ya Aba Yahya. Der Handel, ist ja ein Handel, Allah sagt ja verkaufen. Der Handel, ja, der ist erfolgreich gewesen, Aba Yahya, subhanallah. Die Quraysh haben also alles versucht, um die Muslime davon abzuhalten, in Medina anzukommen. Aber sie konnten sie nicht aufhalten. Zumindest die meisten konnten sie nicht aufhalten. Und selbst diejenigen, die sie zunächst aufhalten konnten, sind dann später nach Medina nachgezogen. Das waren die ersten, welche nach Medina ausgewandert sind. Das sollten dann mit der Zeit immer mehr Leute werden, welche nach Medina auswandern. Und zu diesem Zeitpunkt war für die Muslime die Hijra eine Pflicht gewesen. Es war eine Pflicht gewesen, Mekka zu verlassen, weil es in Mekka für die Menschen nicht mehr sicher gewesen war und sie ihren Glauben nicht mehr praktizieren konnten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Hijra zu einer Pflicht gemacht. Wo sind eigentlich die ganzen Leute umgekommen, untergekommen? Die ganzen Flüchtlinge, sie sind untergekommen bei den Leuten in Medina, bei den Ansar, über die wir noch sprechen werden, inshallah ta'ala. Sie haben sie aufgenommen in ihren Häusern. Es wird nicht überliefert, nicht eine einzige überliefert, dass es irgendwelche Konflikte gab. Und die Leute in Medina waren nicht reich gewesen. Also jemand glaubt, dass sie reich waren, sie waren nicht reich gewesen. Wie gesagt, Medina war voller Krankheiten gewesen zu diesem Zeitpunkt, voller Epidemien, teilweise Seuchen. Und der Prophet hat später Dua gemacht, wir werden darüber noch sprechen, über dieses Dua. Sogar Medina im Laufe der Jahrhunderte hatte immer wieder Phasen gehabt, wo die Leute beinahe verhungert sind. Als ich jetzt bei der Umrah gewesen war im Dezember, da haben wir mit einem Medinenser, der ist also sozusagen seit Generationen, also bis zur Zeit des Propheten, so ein Medinenser, also Ureinwohner, der hat eine Dattelplantage. Und der hat uns erzählt, er meinte, wir waren an einem Ort gewesen, in der Nähe von Uhud, als wir auf dem Weg zu seiner Dattelplantage waren. Und er meinte, noch vor, also unsere sozusagen die Älteren, die erzählen uns, dass die Menschen in Medina, bevor dieser Ölboom kam und die Petrodollars sich verbreitet haben, die Menschen in Medina teilweise verhungert sind. Verhungert sind. Und das Einzige, was sie zu essen hatten, waren die Datteln gewesen. Er meinte, manche Leute haben Datteln, die schon ein Jahr alt gewesen, eine Dattel, die irgendwie auf dem Boden lang einfach genommen, sauber gemacht und gegessen, nur damit sie überleben kann. Das heißt, die Menschen waren in Medina nie reich gewesen. Das ist alles erst neu, das wir jetzt haben, durch diesen Ölboom, ja, dass plötzlich so viel Geld da ist. Ja, das gab es früher alles nicht. Medina war schon immer eine sehr, sehr einfache Stadt gewesen. Eine sehr, sehr ruhige Stadt. Und als der Prophet uns ankam, das waren einfache Leute gewesen, die es nicht leicht hatten. Und trotz alledem, obwohl es ihnen schlecht ging, haben sie noch Platz gehabt für ihre Brüder und für ihre Schwestern. Und haben mit ihnen unter ihrem Dach gelebt, was ohnehin schon sehr, sehr eng gewesen war. Und es wird nicht ein einziges Mal überliefert, dass gesagt wurde, aus dem Dach raus. Oder wir wollen diese Leute nicht, das sind Flüchtlinge. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, das werden wir das nächste Mal dann auch sehr, sehr schön sehen, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat nicht umsonst die Medinenser gelobt im Koran. Und wir werden uns diese Verse noch durchlesen, inshallah ta'ala. Das war der Beginn der Hijra gewesen. Wir werden uns inshallah ta'ala dann in der kommenden Woche mit der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam dann beschäftigen. Ich werde es versuchen, auf einen Unterricht zu beschränken, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, ja, weil die Hijra voller Ereignisse ist und voller Lehren ist. Und deswegen müssen wir schauen, ob wir das in einer Sitzung schaffen oder dann auf zwei Sitzungen teilen mit der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.